Seid ihr eigentlich für die Frauenquote? Wenn ja, dann habt ihr was mit diesen beiden gemeinsam. Markus Söder und Friedrich Merz. Okay, der jetzt eher Zähne knirschen. Wenn aber zwei konservative Männer für die Frauenquote sind, dann hat doch eine 40 Jahre alte Idee politisch endlich gezündet, oder? Dann kann doch eigentlich auch die Kanzlerin aufatmen, die mal sehr drastisch war, als es um den aktuellen Frauenanteil im deutschen Parlament ging. Und das ist genau der Frauenanteil, den auch der Sudan in seinem Parlament hat. Ich heiße Andrea Maurer und ich bin politische Korrespondentin im ZDF-Hauptstadtstudio, habe also jeden Tag mit Politik zu tun. Und ich kann euch aus meiner Beobachtung des Betriebs hier sagen, Politik ist immer noch Männersache und die Frauenquote ist und bleibt politische Machtfrage. Ihr wollt die Top 4 Gründe wissen, warum das so ist, zum Beispiel auch, warum die Frauenquote immer noch so ein Loser-Image hat? Dann bleibt mal dran. Das war jedenfalls schon ein echter Überraschungs-Coup, dass sich die GroKo auf ein Gesetz geeinigt hat, das den Frauenanteil in Firmenvorständen erhöht. Wer jetzt plötzlich alles dafür ist, Markus Söder, CSU, fordert Frauenquote in DAX-Vorständen. Oder Friedrich Merz, der konservativste unter den Kandidaten für den CDU-Vorsitz. Der hat lange die Frauenquote nur für die zweitbeste Idee gehalten. Was Besseres ist ihm dann aber auch nicht eingefallen. Er ist nämlich jetzt irgendwie dafür. Habt ihr diesen legendären Auftritt mit Alice Schwarzer bei Markus Lanz gesehen? Ich meine, es ist nicht nur peinlich, es ist strategisch für uns natürlich auch ein Desaster. Ja. Für eine Quote aus. Ja, Frau Schwarzer. Wer nicht lernen will, muss fühlen. So. Machen wir es kurz. Wenn uns nichts Besseres einfällt, werde ich dafür stimmen. Ja, ist doch schön. Quote. Ist doch mal ein Wort. Ja, bravo. Bingo. Es tut sich was. Und trotzdem steht es um den Frauenanteil in der Politik faktisch nicht gut. Ich habe noch mal nachgeschaut, wo die Idee für die Quote eigentlich herkommt. Hier, Grundgesetz 1949, unsere Verfassung. Da steht unter Artikel 3 Absatz 2, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Gleichberechtigung ist also keine Idee von irgendwelchen Radikalfeministen, sondern steht seit 70 Jahren in unserer Verfassung. Auch die Debatte um die Frauenquote ist schon ziemlich alt. Als die Grünen 1979 die innerparteiliche 50-50-Quote eingeführt haben, war Friedrich Merz Mitte 20 und Markus Söder war ein Teenager. Dass die beiden jetzt erwachsen sind, nicht Mitglied bei den Grünen, aber für die Quote, heißt nicht, dass sich sonst viel getan hat in der Politik. Eigentlich geht es da gerade eher rückwärts. Drei Kandidaten hat die CDU gerade für den CDU-Vorsitz und damit auch den Kanzlerjob. Ja, Kandidaten. Die hat ja mein Kollege Florian Neuhahn hier bei Inside Politics gerade vorgestellt. Merz, Röttgen, Laschet, keine Frau. Und für die SPD tritt an ein Mann. Die FDP hat sich gerade neu aufgestellt, nicht mehr Generalsekretärin, sondern Generalsekretär an der Seite des Vorsitzenden. Nur bei den Grünen ist noch offen, wird es der Mann? Nicht zu vergessen, die AfD. Die hat sowieso ein ganz eigenes Konzept, radikaler Antifeminismus. Und den trägt sie ins Parlament, wann immer sie kann. Ich bin oft im Bundestag und das krasseste Beispiel für die Frauenfeindlichkeit der AfD, das ich mal im Plenum gesehen habe, war, als Britta Hasselmann gerade dabei war, den geringen Frauenanteil in der AfD-Fraktion aufzuzählen, da rief jemand aus der Fraktion der AfD natürliche Auslese. Wir wurden gerade darauf hingewiesen von Seiten der Regierungsbank, dass es einen Zwischenruf gab aus der AfD, wo von natürlicher Auslese gesprochen wird. Zitat, wir werden es im Ältestenrat ansprechen. Ich würde Sie bitten, an Grundregeln des Umgangs des politischen und demokratischen zu halten. Überhaupt beobachte ich bei den Bundestagsdebatten über die Frauenquote ganz oft Grundsätzliches. Da zeigen sogar junge Unionspolitiker ein Rollenverständnis aus dem vergangenen Jahrhundert. Frauen sind eben auch im Parlament eine wichtige Unterstützung, auch für uns in der Fraktion. Wichtige Unterstützung? Das rief eine Fraktionskollegin auf den Plan, die Philipp Amthor mal erklärt hat, wir sind hier nicht, um dir Kaffee zu kochen. Lieber Kollege Amthor, wir unterstützen nicht nur als Frauen, wir machen Politik. Für gute Stimmung hat dagegen mal eine SPD-Abgeordnete gesorgt, als sie diesen Merksatz ins Parlament rief. Immer daran denken, wir wollen nicht die Hälfte des Kuchens, wir wollen die Hälfte der Bäckerei. Beim Thema Frauenquote geht es also oft hoch her im Parlament, das selbst, ich habe es ja am Anfang schon gesagt, ein riesiges Frauenproblem hat. Kurz gesagt,
Das Hohe Haus ist ein Herrenhaus. Ratet mal, wie viele der 709 Abgeordneten Frauen sind. 221. Das sind rund 31%, deutlich weniger als im letzten Parlament. Da waren es 36%. Ihr fragt euch, woran das liegt? Vor allem am Frauenanteil der Parteien, die keine Frauenquote haben. CDU, CSU 21%, FDP 22% und die AfD hat gerade mal 11%. Bis heute gab es seit der Wende gerade mal 6 Ministerpräsidentinnen. Und jetzt ratet mal, wie viele Ministerpräsidenten es seit 1990 gab. Ich habe das nachgezählt, es waren 68. Bei meiner Recherche bin ich auf ein paar echte Fundstücke im Archiv gestoßen. Hier zum Beispiel eins aus dem Jahr 1986. Da sagt der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl doch tatsächlich, dass ich was tun muss, um mehr Frauen in die Politik zu bekommen. Ich halte dafür, dass die Parteiführungen, gilt auch an meine Adresse gesprochen, endlich sich aufraffen, von einem Teil jenes Paschatums Abstand zu nehmen und die Parteidelegierten auch, den sie im privaten Leben längst nicht mehr praktizieren. Wir sind hier auf einem Weg, der ganz zwangsläufig in eine Richtung führt. Und wenn noch Männer da Verteidigungsschlachten schlagen, wird das bis zum weiblichen Bundeskanzler. Warum eigentlich nicht? Helmut Kohl als Vorkämpfer der Frauensache. Sensationell. Ganze 20 Jahre später wird es diesen ersten weiblichen Bundeskanzler dann tatsächlich geben. Angela Merkel, Kohls Mädchen, die Frau aus dem Osten, die er 1991 selbst zur Frauenministerin machte, wird erste deutsche Kanzlerin. Und dieses Foto wird dann oft gezeigt als Beleg dafür, was mit Merkel alles möglich war. Merkel, die Kanzlerin, von der Leyen auf dem Sprung nach Brüssel, Annegret Kramp-Karrenbauer, neue Verteidigungsministerin und CDU-Chefin. Frauenproblem gelöst, denkt ihr vielleicht. Aber in Wahrheit ist das Frauenproblem in Merkels Partei mit ihr nicht kleiner geworden. Seit 1996 gibt es ein unverbindliches Frauenquorum in der CDU. Schaut mal, wie sich die Frauen damals gefreut haben. Ungefähr genauso lange dient Merkel selbst als Alibi dafür, nichts zu tun. Hier ein Bericht meiner Kollegin aus dem Jahr 2001, Berlin direkt. Und da wird immer wieder Angela Merkel genannt, die Vorzeigefrau an der Spitze einer konservativen Partei. Was braucht man da? Eine Quote? Das sollen die anderen erst mal nachmachen. Und das ist der Frauenstand in der Partei der Kanzlerin heute. Die CDU-Kreisverbände sind immer noch zu 85% männlich. In 17 Landesverbänden gibt es nur eine Landesvorsitzende und es gibt aktuell keine CDU-Ministerpräsidentin. Es sind nicht so viele Momente bekannt, in denen sich die Kanzlerin selbst für die Quote stark gemacht hat. Einen habe ich 2018 gesehen beim Deutschlandtag der Jungen Union. Der geschäftsführende Bundesvorstand der Jungen Union, schön männlich, aber 50% des Volkes fehlen. Und ich sag Ihnen, Frauen bereichern das Leben. Nicht nur im Privaten, auch im Politischen. Das war eine Mini-Rüge. Und was meint ihr, hat das einen von den Jungs der Jungen Union beeindruckt? Zwar hat die Junge Union den Frauenanteil im Bundesvorstand inzwischen von 23% auf 40% angehoben. Die Frauenquote aber lehnen sie weiter mehrheitlich ab. Da twittert zum Beispiel der Landesvorsitzende der Jungen Union Hamburg, 74% der Delegierten lehnen eine Frauenquote in der CDU ab. Die Junge Union bleibt ein Hort der Vernunft. Und wie sieht es bei der Bundespartei aus? Dass die Frauenquote beim Bundesparteitag zur Abstimmung steht, dafür hat die scheidende Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer selbst gesorgt. Als Vermächtnis sozusagen. Klar ist aber auch, die drei möglichen Nachfolger als Parteichef, die bei dem Bundesparteitag zur Wahl stehen, die kommen an den Frauen aus zwei Gründen nicht vorbei. Erstens, bei der letzten Bundestagswahl erhielt die CDU 30% der gültigen Zweitstimmen von Frauen. Zweitens sind da noch die Delegierten auf dem Bundesparteitag selbst. Ein Drittel der 1001 Delegierten sind Frauen. Also, die Frauen sind in der CDU zwar unterrepräsentiert, sie sind aber ein wichtiger Machtfaktor für jeden Mann, der CDU-Chef und oder Kanzler werden will. Also nochmal kurz festgehalten, die Kanzlerinpartei ist Männerpartei geblieben. Aber die Quote steht gerade aus wahltaktischen Gründen trotzdem hoch im Kurs. Bleibt die Frage, ob sie ein langfristiges Projekt bleibt, denn eigentlich hat die Quote unter Konservativen und Liberalen
eher ein Loser-Image. Nach den von Ihnen angestrebten Quote für Bundestagsmandate nach Geschlecht, Frauen, Männer und natürlich die Diversen, kommt doch als nächstes die Quote für Junge, Alte, Schwule, Übergewichtige und Deutsche mit Migrationshintergrund. Das ist nichts anderes als die Rückkehr zu Gruppenrechten wie im mittelalterlichen Ständestaat, kurz gesagt, Frauenquote ist Mittelalter. Okay, die Aussage hat schon Alleinstellungsmerkmal. Aber hier jetzt auch noch mal der Klassiker. Kompetente und fähige Frauen setzen sich auch ohne Quoten durch, auch wenn sie es nicht wahrhaben wollen. Kleiner Einschub. Es gibt auch noch die, die eigentlich gegen die Quote sind, aber aus Modernitätsgründen dann doch dafür, vielleicht später. Kommt der Vorschlag, dass wir eine männliche und weibliche Doppelspitze im Vorsitz brauchen, dann diskutieren wir das und machen das vielleicht bei meinem Nachfolger. Erst bei meinem Nachfolger. Auf die Idee, dass ihm eine Frau nachfolgen könnte, ist Christian Lindner erst gar nicht gekommen. So, jetzt nochmal für euch zusammengefasst, was die Gegner gegen die Quote vorbringen. Erstens, sie öffnet Tür und Tor für Minderheiten. Das ist vor allem das Argument der AfD. Und faktisch natürlich fragwürdig, weil Frauen keine Minderheit sind, sondern die Hälfte der Bevölkerung. Außerdem, ihr erinnert euch, Gleichberechtigung steht im Grundgesetz. Zweitens, sie ist ein politisches Zwangsinstrument. Drittens, sie diskriminiert Männer. Und viertens, sie macht aus Frauen Quotenfrauen. Nicht unbedingt hilfreich, um die Frauenquote auf die Erfolgsspur zu setzen. Auch die Parlamente haben es bisher eher vermasselt. Zwei Gesetze, die die Frauenquote voranbringen wollten, sind in Thüringen und Brandenburg gescheitert. Wenn ihr mehr zu diesen Paritätsgesetzen wissen wollt, findet ihr Infos hier. 2019 hat sich sogar eine Arbeitsgruppe aus 44 Abgeordneten, alle Fraktionen bis auf die AfD, zusammengetan. Wenn ich heute nach dieser Arbeitsgruppe frage, heißt es heillos zerstritten. Die GroKo will das Thema Frauenquote lieber im Zuge der Wahlrechtsreform behandeln. Voraussichtliche Ergebnisse, haltet euch fest, 2023. Und jetzt der vierte Grund, warum die Frauenquote nicht zieht. Frauen sind ja selbst auch Teil des Problems, das höre ich oft. Sie lehnen Führungsjobs ab, verzichten zugunsten der Familie, wollen gar nicht unbedingt. Fakt ist, Frauen kandidieren seltener, engagieren sich seltener politisch. Woran liegt das? Eine Studie der Europäischen Akademie für Frauen in Politik und Wirtschaft hat mehr als 1000 Kommunalpolitikerinnen befragt und kommt zu dem Schluss, es liegt an den Strukturen. Mehr als die Hälfte der Politikerinnen nannte auf die Frage, was ihnen nicht gefällt, die männlich geprägten Parteistrukturen mit endlosen Abendterminen, Grabenkämpfen, Profilierungssucht, Vetternwirtschaft. Und dann gilt halt, je weniger Frauen in der Politik sind, desto weniger verändern sich die Strukturen, desto weniger Frauen wollen in die Politik und so weiter. Bleibt das Stigma Quotenfrauen? Meistens sind es ja junge Frauen, die sagen, sie würden es auch alleine schaffen. Und so ist das auch in der Politik. Dieses Narrativ vom bösen Mann, der keine Frau hochkommen lassen will in die Vorstände, das stimmt einfach nicht, das ist ein absoluter Blödsinn. Jede Frau, die was kann, wird was in dieser Partei. Das ist doch Schwachsinn. Interessanterweise sind es dann ältere Politikerinnen, die sagen, an die Fairness der Männer im politischen Betrieb zu glauben, war und ist naiv. Ich war eine Gegnerin der Quote, weil ich immer gedacht habe, wir bringen doch was, wir schaffen das schon. Und passiert ist relativ wenig. Also im Schneckentempo ist es weitergegangen. Rita Süssmuth, die Grande Dame der Gleichberechtigung in der Union, hat ja schon 1994 das Qualitätsargument auseinandergenommen. Erstens ist es Nonsens und Unsinn, Quote gegen Qualifikation zu stellen. Das bedeutet ja, dass wir der Meinung sind, wir bringen weniger Qualifikation ein, wenn wir mehr Frauen werden. 26 Jahre später sagt Rita Süssmuth in einem Interview mit uns. Diejenigen, die es heute noch behaupten, das schaffen wir ohne, die sind immer noch beweispflichtig. Aber die Geduld hat auch ein Ende. Also wir fassen noch mal zusammen, warum eine Idee, die schon so lange zur Debatte steht und zu der sich so viele auch bekennen, politisch nicht richtig zündet. Die Bilanz der Frauenquote sieht nach 40 Jahren so aus. Da, wo sie gilt, sind mehr Frauen in der Politik. Da, wo sie nicht gilt, sind es weniger. Eine Kanzlerin hat die Sache der Frauen auch nicht unbedingt befördert. Der Gesetzgeber hat nicht unbedingt geglänzt und die Frauen selbst treten zu oft den Rückzug an. Es gibt mehrheitlich die politische Einsicht im Parlament, dass es so nicht bleiben kann.
aber getan hat sich bisher nicht viel. Bleibt die Frage, ob die neuen konservativen Fürsprecher wie Merz und Söder Fürsprecher für die Frauenquote nach der Wahl bleiben. Und wie seht ihr das? Wird sich was ändern ohne die Frauenquote in der Politik? Muss sich überhaupt was ändern? Schreibt mir gerne hier unten in die Kommentare. Übrigens, der Frauenanteil in unserer politischen Hauptstadtredaktion liegt bei 42%. Wenn ihr noch mehr Argumente für und gegen die Frauenquote hören wollt, dann empfehle ich euch diese Folge des neuen ZDF-YouTube-Formats 13 Fragen. Und abonniert unseren Kanal Inside Politics. Da gibt es immer exklusive Einblicke in den politischen Betrieb von meinen Kolleginnen und Kollegen.